Ja, hallo meine Damen und Herren zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mir ein Replay rausgesucht vom IS-2 und dem coolen PL Curtis Highway 7er, 6er, 5er Gefecht. Also er ist hier Top Tier. Das ist natürlich ideal und das wird er am Ende des Tages auch brauchen. Ihr werdet sehen warum. Ich will noch nichts spoilern. Ja, ganz kurz mal zum Thema PL beim Namenszusatz. Zurzeit streame ich ja recht viel. Und da habe ich auch den einen oder anderen Zuschauer, der dann reinkommt und sich gleich irgendwie über sein Team beschwert und über diese vielen polnischen Panzerfahrer, die vermeintlich immer so schlecht sind. Ich weiß nicht, woher dieses Ammen-Märchen kommt, aber in Polen gibt es genauso viele gute und schlechte Panzerfahrer, in Anführungszeichen, wie in Deutschland auch. Und wir haben genauso viele Tomaten wahrscheinlich in Relation, wie es bei den Polen oder wo auch immer gibt. Und wenn man eine Nation irgendwie gleich diffamiert oder irgendwie über den Kamm schert, muss ich sagen, finde ich das irgendwie albern und ja, bisschen doof. Das wollte ich vielleicht nochmal ganz kurz loswerden, weil mir das so teilweise von der Attitüde hier in der Community bei manchen sehr auf den Keks geht, dass da so pauschalisiert wird. Aber ich sag mal so, die meisten meiner Zuschauer sind Gott sei Dank sehr smart und wissen, dass ein Pole genauso gut, wenn nicht sogar besser sein kann als ein Deutscher und umgekehrt eben auch, dass das Panzerfahren selber nichts mit der Nationalität oder der Religion oder dem Glauben oder was auch immer für einen Schmarrn zu tun hat, sondern einfach nur, wie sehr man sich damit beschäftigt. Gut, das war mal das Wort zum Sonntag. Jetzt aber schauen wir hier, was los ist, denn er ist auch schon in der Stadt angekommen. Mit seinem Chiri hier zusammen. Kämpft sich jetzt hier durch. Und da ist gleich schon der erste KV-1S. Arti hält hier wohl auch schon rein. Und jetzt sind alle Panzer vor allem eigentlich auch schon wieder weg. Waren noch da, sind jetzt weg. Und das ging dann einfach schnell. Und jetzt muss er aufpassen, dass er da nicht direkt umfahren wird vom KV-3. Aber das macht er gut, da stellt er sich gleich dahinter auf. Aber da hätte er die Wanne vielleicht nicht genau in die Richtung drehen müssen, sondern vielleicht ein wenig in die andere Richtung. Dann hätte er den Schuss nicht unbedingt abbekommen müssen. Aber jetzt sehr schön. Ja, genau so. Gar nicht viel Möglichkeit dem KV-3 zum Konter geben. Sherman jetzt von der Seite, muss er aufpassen. KV-3 kommt jetzt hier rum. Und jetzt hier genau perfekt durch die Mauer geschossen. Jetzt hat der KV-3 geschossen. Das heißt, er ist jetzt im Nachschuss. Also, jetzt muss er weg. Dann gibt es hier keine Probleme mehr. Sehr schön. Genau so soll das sein. Der KV-1S will jetzt hier von der Seite ran. Der nimmt jetzt erstmal den Chiri von ihm raus. Aber jetzt hat er die Möglichkeit, hier dem eine zu geben. Der schaut nicht mal. Sehr schön. Seitlich einfach mal ominös einen reingeballert. Ohne, dass es wirklich mitbekommen hat. Und jetzt kommt der Sherman 3. Nachgeladen hat er. Und jetzt hat er den hier rausgenommen. Der KV-1S hier mit HE. Der Damage. Aber der UI nimmt jetzt den 1S raus. Jetzt kommt der Jackson hier von vorne. Ja, auch hier sehr schön durch den Zaun geballert. Schon 2000 Damage auf dem Konto. Der Sherman, der ist da drüben, den juckt es wohl noch ein wenig in den Fingern, dass er schießt, aber kommt nicht ran. Das heißt, was ist mit dem Jackson? So, jetzt will er den Sherman. Jetzt nimmt er ihn raus. Zack, Auto-Aim und weg ist er auch schon. Gar nicht lang rumtun, gar nicht lang hier in der Schussrichtung des Gegners stehen. Der 1S hat ja da auch irgendwie von vorne geschossen. Bis dato noch nicht zu sehen, also von dem her muss man da echt aufpassen. Jetzt hier den Jackson, der hat erstmal gucken müssen und plötzlich kommt er da von der Seite raus. Der OI ist jetzt hier der Letzte und jetzt ist es auf einmal 1 gegen 7, 1 gegen 6. Aber da muss er jetzt sich natürlich mal mordsmäßig anstrengen. 6 Panzer hat er noch vor der Brust und jetzt wird es eben spannend, genau das, was ich zu Beginn meinte. 2 Artis schießen da schon auf ihn.
So, da hat er den 1S hinter sich aufgeklärt. Scheinbar ist er noch nicht gespottet, deswegen nimmt er da jetzt nochmal Maß. Aber jetzt ist er offen. Das sieht man immer ganz schön, zwar wenn die Lampe noch nicht an ist, aber auf einmal, wenn der Panzer der Gegner das Rohr zu bewegen anfängt, weiß man, hoppala. Jetzt kommt er gleich. So, jetzt ist er hier gestunt. Besatzung ist betäubt, aber kein Problem. Den Komet nimmt er auch so noch raus. Der nimmt hier nicht, sondern wartet ab, bis die Cooldown-Zeit abgelaufen ist. Ist auch jetzt schon durch. Ein Schuss muss sitzen und der sitzt auch. Dann nimmt er den raus, macht seinen Krieger schon mal klar. So, die Arti ist weiterhin natürlich auf ihn fokussiert, klar. Wir sehen den Gegner zuletzt. Der VK war drüben bei ihm in der Basis. Und der T-150, der ist noch gar nicht gesehen worden. Da ist es wirklich fraglich, wo denn der zu finden ist. Da ist auf jeden Fall mal der VK. Jetzt haben sie sich natürlich beide gesehen, aber er muss halt aufpassen. 475 Hitpoints. Das ist halt wirklich nicht mehr viel. Einen doofen Arti-Treffer und dann ist das Thema auch ganz schnell durch. So, jetzt wartet er so ein bisschen ab, lässt den VK jetzt kommen. Der kommt auch tatsächlich rum, gibt ihm hier die Chance, den Schuss zu setzen. Aber Arti ist schon dabei, die Besatzung jetzt wieder gestunt. Aber diesmal hat er sie direkt wieder instand gesetzt sozusagen. Jetzt hat er den Schuss nochmal anbringen können, 4000 Damage schon. Der VK zappelt dann noch ein bisschen und jetzt kommt auf einmal der T-150 auch noch dazu. Also jetzt wird es aber auf einmal hier Party. So, Arti verschießt, T-150 kommt rum, 338 Hitpoints hat er noch. Also, das ist selbst für den T-150 definitiv machbar. Kommt schön seitlich raus, prallt ab, hat hier die kleine Kanone drauf. Ideal für ihn ist natürlich, er wackelt hier, was das Zeug hält, dass der Gegner nicht wirklich sich auf ihn konzentrieren kann. Vorne aufs Laufrad die Kette, leider nur 394 Damage. Ein bisschen höher Roll und das hätte vielleicht schon das Ende bedeuten können. Aber jetzt muss er weg. Und jetzt nimmt er den auch raus. Und jetzt hat er noch zwei Artis gegen sich. Die Radley Walters hat er. Jetzt noch die Pool. Man muss aber aufpassen, denn mit dem neuen Patch sind die Artis gerade in solchen Situationen noch viel schwieriger zu töten, als es in der vorherigen Version der Fall war, weil sie jetzt einfach A schneller nachladen, was nicht unbedingt die Problematik ist, aber auch viel schneller einaimen. Das heißt, da hat man wirklich die Thematik, wenn man auf einmal der Arti One-on-One begegnet, dass die gar nicht so lange braucht, bis sie einen so schön im Ziel hat, um einen rauszunehmen. Deswegen darf man die Situation nicht zu sehr feiern, wenn sie denn für einen selbst eintritt. Da ist leider noch alles machbar. So, er hat alle Cooldowns wieder ready. Die 90 Sekunden sind durch. Das heißt, dahingehend hat er zumindest mal kein Problem. Und jetzt fahrt er mal Richtung Base, da wo er zuletzt vielleicht die FV-Arti vermutet hat. So, jetzt schauen wir mal, wo die Arti denn ist, weil jetzt wird es natürlich dann langsam, aber sicher wirklich spannend. Das ist auch so, wo der Puls bei einem selbst immer massiv geht. Weil man hat schon 8 Kills auf der Uhr, weiß schon, okay, die Runde, die ist richtig gut. Aber man will sie halt noch vergolden. Man will jetzt auch keinen Schmarrn mehr machen, dass man auf einmal den Panzer auf 7:30 dreht oder keine Ahnung was. Da hat man jetzt viele Gedanken im Kopf. Ich glaube, jeder von euch, der in der Situation war, weiß, was ich damit meine.
So, jetzt hat er eigentlich fast alles abgefahren. Jetzt kann natürlich auch sein, dass die Artis nebeneinander sitzen. Aber so ist es nicht. Der V-Arti, die wuselt schon hinter ihm rum, hat ihn aufgedeckt. Jetzt hat er dann natürlich auch noch diesen doofen Stempel mitten im Weg. Aber er hat da die Nerven behalten und lang genug eingeaimt. Und konnte dann die V-Arti rausnehmen. Jetzt weiß natürlich in dem Fall der GW Panther, wo er sich befindet. Für ihn ist es wichtig, die Pool sich zu holen. Der GW Panther will natürlich hier die Runde nicht noch hergeben, weil eigentlich zwischenzeitlich muss man sagen, das war ein klarer Sieg. 1 gegen 7. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn ich den Sieg nicht nach Hause hole als Team, habe ich alles falsch gemacht. Aber in dem Fall hat er auch wirklich clever gespielt und auch so wie er mit der Wanne gewackelt hat, da weiß man, ja, da hat er definitiv wirklich aufgepasst. So, da ist jetzt der GW Panther. Und auch hier gibt er den gar nicht großartig die Chance und macht die Runde klar mit der Pool und dem wirklich mehr als verdienten Sieg. Das war mein Replay of the Week und ich hoffe, es hat euch ähnlich gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Daher, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.